Hamburgs ehrwürdige Kunsthalle erlebt in dieser Woche ein großes Jubiläum. 20 Jahre Allgemeiner Verband der Wirtschaft Norddeutschlands, kurz AGV Nord. Schon zur Mitgliederversammlung am Mittag füllte sich der Werner-Otto-Saal gut. Der AGV-Vorstandsvorsitzende Manfred Lehde, seit 2009 im Amt, wurde wiedergewählt. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied Nico Fickinger konnte eine positive Mitgliederentwicklung vermelden. 440 sind es jetzt im ganzen Norden. Zufriedene Mienen bei den Vertretern der nicht an Flächentarifverträge gebundenen Firmen. Großes Medieninteresse an der Mitgliederversammlung sowie der anschließenden Podiumsdiskussion und natürlich Glückwünsche. Es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, Ihnen zum 20-jährigen Bestehen als Präsident von UV Nord die besten Grüße und Wünsche der norddeutschen Wirtschaft zu übermitteln. Auf dem Podium dann eine lebendige Debatte, unter anderem mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhold Mayer und Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch um die Tarifbindung. Wolfgang Clement plädierte leidenschaftlich für die Tariffreiheit. Und die Unternehmer im Auditorium stimmten ebenso leidenschaftlich zu. 20 Jahre AGV, was bedeutet das für Sie? Ja, erstmal, sag mal, haben wir in den 20 Jahren einen unheimlichen Aufschwung erlebt, weil wir ein Geschäftsmodell oder ein Konzept entwickelt haben, das offensichtlich den Bedarf der mittelständischen Industrie in den norddeutschen Bundesländern absolut getroffen hat. Das ist ein wunderbarer Aufschwung und das ist ein Geben und Nehmen eines Verbandes und der 440 Mitgliedsunternehmen, die alle hochzufrieden sind mit dem, was passiert. Eine gute Grundlage, um bald auf 500 Mitgliedsfirmen zu wachsen, wie es sich der AGV Nord vorgenommen hat. 20 Jahre AGV, was bedeutet das, ein Tarif nicht gebundener Verband für Sie? Das ist ein Verband, der die Kräfte der Wirtschaft, vor allen Dingen der mittelständischen Wirtschaft, bündelt, der natürlich sich nicht außerhalb des Tarifgeschehens völlig bewegt in Deutschland, sondern der Unternehmen die Möglichkeit der freien Wahl lässt, der freien Entscheidung, was ist für das Unternehmen am besten. Und diese Möglichkeit war vorher insbesondere für klein- und mittelständische Unternehmen nicht ausreichend vorhanden, sonst hätte sich der Verband nicht so positiv entwickeln können, wie er es getan hat. Das hat er getan und das spricht dafür, dass die Tarifpolitik insgesamt eine höhere Flexibilität braucht und sich auf Mindestregelungen beschränken wird. Die Tariffreiheit als erfolgreiches Programm wird bleiben. Programmpunkt am Abend, Führungen durch die eindrucksvoll renovierte Hamburger Kunsthalle. Ein großer Jubiläumstag zum 20-Jährigen. Herzlichen Glückwunsch, AGV Nord.